Fall werden wir erfahren, aber das wollen erstmal ein paar Informationen über unseren heutigen Zimmerfreigast Alexander Nelle uns allen nahegebracht von Katja Mitchell. Haben wir jetzt Geheimnisse oder haben die jetzt Geheimnisse ausgeplaudert? Nein, nicht so richtig, aber es ist einfach so toll, wie die über mich sprechen. Ja. Also es hat mich schon sehr gefreut. Diese Maskenbildnerin ist ja ziemlich gut raus. Ja. Also diese Frau muss wirklich alles für mich tun. Nadine ist für mich jeden Tag da und sie muss sich alles anhören, ob es gut oder böse ist, ob ich mich irgendwie aufrege oder nicht aufrege. Und sie ist immer für mich da. Musste sie auch deinen Fatsuit eintragen? Nein, das musste ich ganz alleine tun. So, warum macht man das? Ja? Also, weil das die Rolle ich freue mich, dass du diese erfolgreiche Rolle hast. Aber Dankeschön. Ich habe mich auch unlängst noch bei einem preisgekrönten Hollywood-Film gefragt, warum nimmt man sich für die Rolle einer unansehnlichen Person nicht eine der vielen, vielen nicht ganz so vom Glück gesegneten Schauspielerinnen? Da gibt es doch bestimmt auch einige, die vielleicht mehr als 38 Kilo wiegen. Und die könnten dann doch in dem Dreivierteljahr der Serie abnehmen bis zum Happy End. Wäre das nicht eigentlich... Natürlich wäre es wahrscheinlich irgendwie... Besser. Ja, vielleicht ist es besser, aber ich bin froh, dass ich die Rolle spielen darf. Ich missgönne sie dir nicht. Aber was für eine Denke steckt dahinter? Ich weiß es nicht. Also vielleicht haben sich das irgendwie einfacher gemacht, bevor die Schauspielerin irgendwie nicht abnehmen will, irgendwie nach einem Dreivierteljahr, nehmen sie lieber eine, die schon irgendwie ein bisschen weniger hat. Es geht aber nur um Folge 225. Na, wir machen ja auch weiter. Weißt du was, ich glaube, was dahinter steckt? Wir machen weiter. Das ist eine ganze Anfangsmoderation. Aber da wollte ich nicht drauf eingehen. Ich glaube, was dahinter steckt, ist, dass eigentlich jeder Mensch im Grunde seines Herzens schön ist. Und dass er nur entdeckt werden muss. Also ich und das, ja. Nein, das stimmt. Deswegen habe ich auch vorhin bei der Anmoderation nicht gesagt, sie hat eine dicke Brille und Zahnspange, weil ich nicht Millionen junger Frauen mit dicker Brille. Ich verstehe sowieso nicht, warum man immer um Frauen unansehnlich zu machen, ihnen eine Brille aufsetzt. Gerade die Brille ist doch wirklich. Ja, das kommt immer auf die Brille. Irgendwann weg und dann geht man vielleicht nochmal zum Friseur und lässt sich irgendwie, dann zieht man ein anderes Hemd an und schon ist man ein neuer Mensch, also nach außen. Und dann setzt man sich die Brille auf und dann ist der Look perfekt. Ja, das gibt doch eigentlich Hoffnung, denen, die als hässliche, glauben, also dass sie ein hässliches Entlein sind. Ich finde sie auch gar nicht hässlich, ganz und gar nicht. Also ich finde es immer, das verteidige ich auch immer, dass nicht heißt, sie ist ein hässliches Entlein und wird irgendwie zum schönen Schwan. Sie ist jetzt schon schön. Ja. Sie ist halt okay, die Haare sind ein bisschen flusig, die Brille ist das letzte Kassengestell und vielleicht sollte sie mal einfach andere Klamotten anziehen. Aber ich mag sie einfach so, wie Lisa Plenske ist, finde ich die wunderbar. Auch wir nehmen bei unserer Zimmerfrau online, wir gehen die Menschen so, wie sie kommen. Egal ob dünn, dick, mit oder ohne Brille, lange, kurze Haare, Mundgeruch oder Ohrgeruch, was immer sie haben. Sie können sich bei uns über www.zimmerfrei.de auf unserer Online einloggen oder linken. Klicken Sie einfach auf das Ding und Sie haben Spiele zuhauf, Informationen über unsere Gäste, können ein paar ausgewählte Mono- und Dialoge hören. Es ist die beste Homepage, die man sich für eine Fernsehsendung wünschen kann. www.zimmerfrei.de. Ich wurde gehalten, das nochmal unauffällig ins Unterhaltungsgespräch einzubringen. Sag mal, wenn du diesen Fettsuit anhast, fühlt man sich da auch anders? Ja. Wie? Also du hast einfach ein ganz anderes Gefühl. Ich laufe anders, weil ich natürlich viel mehr Oberschenkel habe und einen dicken Hintern. Und meine Haltung ist auch ganz anders. Weil automatisch willst du was verstecken. Mhm. Und ich habe schon eine krumme Haltung bekommen dadurch. Weil du automatisch irgendwie so rumläufst. Weil du dann den Bauch streckst natürlich nicht so raus. Mhm. Schattenseiten ist schon. Gehen die Kollegen anders mit dir um? Am Anfang habe ich das wirklich gedacht, dass ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich Lisa Plenske und jetzt werde ich schon von meinen Kollegen gemobbt, weil immer irgendwelche dummen Sprüche kamen, so von, wie siehst du denn heute schon wieder aus? Wo ich immer denke, das ist das Kostüm. Mhm. Und dann kannst du irgendwann mit umgehen, aber am Anfang ist es schon schwer, weil du musst unterscheiden zwischen Rolle, weil ich habe noch nie so eine Rolle gespielt, wo ich wirklich ganz, ganz anders aussehe und das war eben für mich das Spannende daran. Mhm. Bisschen Ähnlichkeit hast du mit Lisa, weil du bist auch ein Spätzünder, was die Jungs angeht. Und haben wir ja gerade gehört, das ist nicht so. Mich interessiert das einfach. Hast du auch als Lisa Plenske, ich meine, man kennt ja doch deine Bilder und weiß, wie du in Wirklichkeit aussiehst, zaubernd, aber hat Lisa Plenske im Lisa Plenske-Look auch Verehrer? Du kriegst ja bestimmt jede Menge Post, Lisa heirate mich. Also ich kriege, kriege von ganz, ganz vielen Frauen Post, die mich auch so eben ganz toll finden und dass ich sie ermutige, dass sie was aus ihrem Typ machen. Mhm. Und das ist eigentlich schon schön. Also ich bekomme eigentlich nur positive Fanpost. Auf der Straße werde ich nur positiv angesprochen. Das ist schon Wahnsinn. Weil ich würde jetzt gerne mit den Schokoriegeln anfangen. Ja, bitte. Götz, würdest du mal die Platte mit den Schokoriegeln? Wenn ich darf. Ja, klar. Kann man das wirklich essen?
Genau. Oh, das ist fantastisch. Was sind denn das für Chips? Wisst ja, alle Dankeschön. Für dich. Ah. Hier ist auch noch Obst. Gesunde. Ja, Obst. Sag mal, so eine Schauspielerkarriere endet ja gemeinhin, oder beginnt, pardon. Beginnt ja. bei mir, vielleicht geendet, aber beginnt bei mir dem Casting. Ja. Das war bei dir auch so. Und deins war grauenhaft. Na, ich war einfach, ich wurde beim Poloturnier auf dem Maifeld angesprochen. Ob ich nicht mal auf Lust habe. Auf dem Maifeld? Auf dem Maifeld, beim Poloturnier. Mhm. Wo ist das Maifeld? Das ist hinterm Olympiastadion, in Berlin. In Berlin, ah ja. Und da wurde ich halt angesprochen, ob ich nicht mal Lust habe, in der Daily Soap mitzumachen. Oder also eine Casting mitzumachen. Daily Soap, das ist eine tägliche... Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Genau, tägliche Serie. Das weiß nicht jeder, wir haben auch Publikum über 16. Okay, also tägliche Serie. Und dann wurde ich halt zu einem Casting eingeladen und ich habe sowas nie vorher gemacht. Und ich war grottenschlecht, weil ich musste einfach mit so einer Videokamera irgendwas da spielen und das war ganz schlimm. Und dann wurde ich ins Studio eingeladen, da war sowieso Ende. Und warum haben die dich dann genommen? Vielleicht ist das nicht die Grundvoraussetzung für gute also die, Zeiten, für die schlechte Rolle, Zeiten. Nein, für die Rolle, das ist gemein. Oh, ein bisschen Kommentar, ne? Also für die Rolle, für die ich vorgesprochen habe, die habe ich auch nicht bekommen. Ach so. Also ich habe eine andere gekriegt. Ja. Wenn man so grauenhaft ist, überlegt man sich, ob man Schauspielunterricht nimmt? Ja, habe ich dann auch bekommen. Und? Ein Zeichen. Schauspielunterricht war für mich nicht so richtig was. Ich rede immer mit vollem Mund, es tut mir wahnsinnig leid. Wir können das auch. Okay, super. Weil ich musste bei einem Schauspielunterricht mich in einen Raum stellen und mir vorstellen, ich bin ein Baum. Oder dann auf einmal war ich irgendwie Dinosaurier, musste imaginäre Steine fangen. Und da habe ich mir gedacht, nee, da bleibe ich lieber vor der Kamera und lerne da was, durch Learning by Doing, als irgendwie mir vorstellen, ich bin im Kühlschrank und so eine Geschichte. Das ist natürlich eine risikoreiche Methode, denn man kann natürlich auch so manche schlechte Visitenkarte in den Wohnzimmern der Nation abliefern. Das stimmt, aber ich hatte bis jetzt auch ganz, ganz tolle Kollegen, wo ich eine Menge von lernen konnte. Was sagen die denn, mach mal so ein Gesicht oder so? Wie lernt man das denn von Kollegen? Man guckt sich die Kollegen an. Also so habe ich das gemacht. Wie die das machen. Und da lernt man einfach auch so Kleinigkeiten, dass man immer vernünftig anspielen muss. Und eben nicht. Was ist vernünftig anspielen? Also wenn man hat drei Kameras oder man hat, wenn man beim Film ist, hat man eine Kamera. Und dann wird erstmal nur eine Richtung abgedreht, dann die andere. Genau. Und dann bist du eben nicht im Bild in dem Moment. Aber du musst vernünftig anspielen, so wie du eben auch deine Sache spielst, wenn die Kamera auf dich gerichtet ist. Was viele Kollegen nicht machen. Was heißt das? Kannst du mir das nochmal... Also ich bin jetzt... Also wir sprechen miteinander, die Kamera nimmt jetzt dein Close-up. Und ich muss ja mit dir reden, weil wir einen Dialog hatten. Ja, okay. Und wenn dann irgendwie, du hast einen Partner, der irgendwie deinen Text nicht richtig kann oder spielt die ganze Zeit rum, dann bist du unkonzentriert. Ach so, meinst du? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ach du meine Güte. Lasst euch durch mich nicht stören. Das ist einfach gesagt. Du störst. Desillusioniert einfach weiterhin junge Mädchen, die den Schauspielerberuf ergreifen wollen. Also das wusste ich gar nicht, dass man von den Darstellern bei gute Zeiten, schlechte Zeiten was lernen kann. Das war mir... Ich dachte immer so rumstehen und dann, man sieht auch immer, wenn der Regisseur sagt, jetzt, man sieht immer, wenn der Regisseur jetzt bitte sprechen, dann stehe ich so und dann fange ich plötzlich an, was zu sagen. Nein, ich habe natürlich, ich meine auch, ich habe ja schon dann gleich einen Kinofilm drehen dürfen nach anderthalb Jahren, Bang Boom Bang mit Dieter Krebs und von dem habe ich eine Menge gelernt. Genau. Den meinte ich jetzt. Apropos eine Menge lernen, okay, wo könnte man bei Zimmerfrei mehr lernen als bei einer Einrichtung, für die unsere Sendung mit Recht weltweites Ansehen genießt? Sie haben Recht beim legendären Zimmerfrei. Ganz genau, das Zimmerfrei Bilderrätsel ist ein lebendes Bild, das wir unserem Gast präsentieren. Und unser Gast soll es erraten. Nur auch Sie zu Hause haben wie immer die Chance mitzuraten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, es ist ganz einfach. Einfach beim Erklingen des ersten Glocks die Augen schließen, weil wir am unteren Bildrand des Rätsels einzublenden gehen. Man zwei Glocken wieder Augen aufmachen. Dann. Weil wir aus der Einblendung eine Ausbildung gemacht haben, wenn Sie können die ganze Zeit die Augen aufhalten, dann wissen Sie alles, können aber leider nicht mitraten. Christine, es ist soweit. Hier ist unser Zimmerfrei Bilderrätsel. Ist egal. Also ihr packt jetzt ein Pferd von der Schachfigur, ein den Pferd? Springer. Aha, Springer, ein Springer, Pferd, sehr gut. Springer in eine Kartoffelpresse. Genau. So ah, du bist ja Lösung schon sehr nah. Was? Pferdefleisch. Pferdebulette. Eigentlich. Wieso kommt bei dir so viel?